Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Webinarreihe Geothermie Insights des Bundesverbandes Geothermie, heute zum Thema Prognosen für tiefengeothermische Anlagen, beziehungsweise der Frage, wie kann die Erfolgswahrscheinlichkeit von Geothermieanlagen errechnet werden? Ich bin sehr froh, dass wir heute mit Dr. Rüdiger Schulz einen ja über lange Jahre erfahrenen Referenten haben, der im Prinzip die Erfolgswahrscheinlichkeitsberechnung für tiefengeothermische Anlagen wesentlich entwickelt hat und mitgeprägt hat. Er ist Diplom-Mathematiker, hat eine Promotion in Geophysik und einen Lehrauftrag an verschiedenen Universitäten gehabt. Er ist seit 2015 im Ruhestand. Davor war er über Jahre Leiter der Sektion Geothermik und Informationssysteme beim Leibniz-Institut für angewandte Geophysik im LIAG. Er ist Träger der Patricius-Plakette des Bundesverbandes Geothermie, der Abraham-Gottlob-Werner-Medaille der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften und hat zudem auch noch die Geothermische Vereinigung, heute eben Bundesverband Geothermie, und den Internationalen Geothermieverband IGA mitgegründet. Herr Schulz, an dieser Stelle möchte ich eben mich schon vorab bei Ihnen bedanken, aber auch an Sie das Wort übergeben, damit wir gleich sozusagen in den Vortrag starten. Ja, besten Dank, meine Damen und Herren. Ich freue mich über die Beteiligung an diesem Webinar. Für mich ist das auch das erste Mal und ich hoffe, dass wir da vernünftig durchkommen und ich nicht allzu viele Fehler bei der technischen Übertragung mache. Also, Thema ist Abschätzung der Erfolgswahrscheinlichkeiten von Geothermiebohrungen. Kurz was zur Definition, einige Beispiele und dann ein Fazit. Ich hoffe, dass ich da in 15 Minuten durchkomme. Frage: Weshalb macht man das überhaupt? Das liegt natürlich an der Art der Finanzierung von geothermischen Anlagen. Die Planung einer geothermischen Anlage überstreckt sich ja, da sage ich Ihnen nichts Neues, über mehrere Jahre, mindestens 5 Jahre. Die Vorbereitungen sind, wenn Sie die Kosten, also diese grüne Kurve angucken, relativ mit geringen Kosten zunächst versehen. Wenn man dann in das Projekt startet, geht man meistens hinein mit einer Machbarkeitsstudie, dann einer Exploration und auch da fallen noch nicht viele Kosten an, sondern nach der Exploration, wenn man sich dann für die Bohrung entscheidet, haben wir den größten Batzen für die Finanzierung und im Prinzip kein Finanzierungsmodell, wie man das hinbekommt. Das ist eine reine Risikofinanzierung und erst wenn die Bohrungen fündig sind, kann man in die Betriebsfinanzierung, also über normale Kredite hineingehen. Die übertägige Anlage, das ist ja eine Angelegenheit, die allgemein bekannt ist. Also eine Riesenentscheidung. Und hier wollen natürlich die Investoren, die Geldgeber wissen, mit welchen Wahrscheinlichkeiten kann ich denn rechnen, dass ich erfolgt habe. Wenn wir uns das Risiko angucken an dieser Stelle, müssen wir vielleicht doch mal klar machen, welche Risiken für die Bohrungen auftreten und sie auch ein bisschen unterscheiden, damit wir klar werden, worüber wir eigentlich reden. Beim Bohren selbst gibt es immer ein Bohrrisiko. Das sind alle technischen Risiken, die aber im Wesentlichen vom Bohrunternehmer zu tragen sind. Also eine Sache der Ausschreibung. Beim Bohren selber gibt es ein geologisches Risiko, das heißt Auftreten von unerwarteten Schichten, Gebirgsdrücken oder Fluiden, teilweise auch, aber in sehr geringem Maß induzierte Seismizität. Das sind also Sachen, die vorher gut abgewogen werden können. Entscheidend ist aber, kann ich die Bohrung hinterher auch wirklich nutzen? Und das ist das Fündigkeitsrisiko. Und hier nochmal die klassische Definition für ein Fündigkeitsrisiko. Das Risiko besteht darin, ein geothermisches Reservoir mit Bohrung in nicht ausreichender Quantität oder Qualität zu erschließen. Qualität bedeutet in diesem Zusammenhang die Zusammensetzung des Fluids, also der Chemismus, Gase, Salinität etc. Allerdings bei allen Projekten in Deutschland wissen wir, dass die Qualität nicht zum Abbruch irgendeines Projektes führen kann, wohl aber zu erhöhten Kosten. Spielt also für unsere weiteren Überlegungen im Moment keine Rolle. Wichtig ist die Quantität und das wird
klar über die Leistung definiert. Die Leistung, die nachher eine Bohrung bringen kann, und die ist im Wesentlichen abhängig von der Förderrate Q und der Temperatur des geförderten Wassers. Unabhängig davon besteht anschließend möglicherweise ein Betriebsrisiko, nämlich die Frage, wie weit kann diese Leistung dauerhaft für den Betrieb der Anlage gewährleistet sind. Da spielt dann hinein Veränderungen der Energiebereitstellung, Korrosion und Scaling. Aber auch das spielt keine Rolle, sondern wir bleiben ganz alleine bei der Frage, die Quantität der Bohrungen abzuschätzen. Wenn wir in Deutschland für die tiefengeothermischen Anlagen schauen, dann haben wir bekanntlicherweise drei große Gebiete, die sich dafür eignen: das Norddeutsche Becken, der Oberrheingraben und das Molassebecken. Und dafür sind für unterschiedliche Projekte vom LIAG entsprechende Gutachten erstellt worden, die wir dann, achten Sie bitte hier drauf, 2014 dann auch mal von uns evaluiert worden sind, weil wir geguckt haben, wie gut sind eigentlich die Gutachten im Vergleich zu den Ergebnissen. Also insgesamt sind von uns 35 Standorte begutachtet worden. Sie sehen, dass sie manchmal mehrfach begutachtet worden sind. Fündigkeitsrisiko, wie gesagt, die Parameter ist Temperatur und Ergiebigkeit. Das hängt davon ab, wie sieht es, was für ein Aquifertyp haben wir. Normalerweise in Norddeutschland also poröse Sandsteine, in Süddeutschland eben klüftig, also im Oberrheingraben insbesondere, im Molassebecken dann eher karstig, aber in der Regel sind das auch Übergänge, also poros oder klüftig, karstig. Porosität spielt aber auch immer eine Rolle. Aber diese Aquifertypen müssen wir im Hintergrund haben, und das bedeutet, dass wir unsere Abschätzung dafür im regionalen Maßstab machen können. Bekannt sein muss die Struktur, in die hineingebohrt worden ist. Das heißt, man muss eine gute Reflexionsseismik in der Exploration haben, und die Tiefe muss relativ gut aus dieser Seismik bestimmt worden sein. Tiefe bedeutet also, in welcher Tiefe treffe ich wirklich den Aquifer an? Und das ist eine rein lokale Geschichte. Die Temperatur kann ich nun aus dieser Tiefe ableiten, und auch hier lokale Betrachtung, also räumlich doch relativ eingeschränkt. Die berühmte Frage, die immer wieder auftaucht, ist, wann ist eine Bohrung fündig? Das sind wir dann häufig gefragt worden als Gutachter, aber die Antwort muss darauf lauten, das wissen wir nicht. Das ist eine Sache des Betreibers. Denn es hängt davon ab, was er eigentlich betreiben will und welche Leistungen er tatsächlich braucht. Bei der Temperatur ist eine Bohrung durchaus fündig. Wenn ich nur eine Thermalbohrung für ein Bad oder für Niedrigtemperatur oder begleitende Niedrigtemperatur Wärmebereitstellung haben will, dann bin ich bei 30 Grad schon fündig. Für die Wärmebereitstellung brauche ich mehr als 60 Grad und Strom bekanntlicherweise 100 Grad und mehr. Also muss gesagt werden, was will ich eigentlich betreiben und welches sind dann meine Parameter dazu. Genau dasselbe gilt für die Ergiebigkeit. Auch hier, für einen Thermalwasserbetrieb reichen 3 Liter pro Sekunde. Für eine Wärmebereitstellung können das 30 Liter pro Sekunde sein. Bei der Verstromung muss ich aber praktisch eine Dimension höher, fast 100 Liter pro Sekunde und mehr haben. Es muss also aus den Wirtschaftlichkeitsüberlegungen herauskommen, ab wann eine Bohrung für den Betreiber, für den Investor wirklich fündig ist. Und deshalb muss er die Parameter nennen, die wir dann als Gutachter entsprechend einschätzen. Gucken wir zunächst auf die Temperaturdaten. Hier ein typisches Temperaturtiefenprofil für ein Gebiet in Oberbayern. Untersuchungsgebiet ist so knapp über 1000 Quadratkilometer. Der Hintergrund ist, dass man so ein bisschen
die Umgebung mit abguckt, das sind also 3x3 TK25 Blätter in der Regel, die wir dem Ganzen zugrunde legen. Man hat dann ein Temperaturtiefenprofil, also gemittelt über alle bekannten Bohrungen, und denkt, ja, das sieht ja insgesamt sehr gut aus. Man merkt aber, dass es nicht den berühmten einheitlichen Temperaturgradienten gibt. Und das, worauf ich besonders hinweisen möchte, ist eigentlich das Erschreckende, dass wir relativ wenig, trotz des relativ großen Untersuchungsgebietes, relativ wenig Informationen mit zunehmender Tiefe haben. Sind es in 1000 Meter, in diesem Beispiel noch 60 Bohrungen, so sind es in 4000 Meter noch genau 4 Bohrungen. Mit zunehmender Tiefe liegen also immer weniger Informationen vor. Man kann zwar durchaus weiter extrapolieren, aber man kann sehr schlecht aus einer sehr flachen Bohrung, also 1000 Meter nenne ich hier mal eine flache Bohrung, auf große Tiefen schließen. Das, was viele zunächst eben auch gesagt haben, ach ja, das sieht ja aus, wenn wir uns hier die Balken angucken, wie eine statistische Streuung, also Gausskurve drüber und schon haben wir die Wahrscheinlichkeit. Das ist aber eine völlig falsche Annahme. Das ist hier keine statistische Streuung, sondern hat durchaus was mit der Geologie zu tun. Schauen wir also das Ganze mal als Karte an. Welches Gebiet, also ist in Oberbayern, aber soll hier nicht weiter interessieren. Und wir sehen plötzlich, dass innerhalb dieses Gebietes ja ein gewisser Trend da ist und keine statistische Streuung um irgendwelche Werte herum, sondern es ist ein Trend da, den man bei der entsprechenden Abschätzung dann mit berücksichtigen muss. Man kreiert sich also sein Untersuchungsgebiet und sagt, wie liegen denn hier die Temperatur, wie liegt hier die Temperaturtiefenverteilung vor, mit welcher Wahrscheinlichkeit kann man welche Temperaturen erwarten. Und das ist jetzt hier mal eine typische Kurve, die man für die Wahrscheinlichkeitsbetrachtung heranziehen kann. Also die Wahrscheinlichkeitsverteilung für eine Temperatur in 4300 Meter. Und was man dabei sieht, ist, dass wir die vorliegenden Daten entsprechend der Entfernung zum Zielgebiet gewichtet haben, hier mit dem Faktor 1 durch R². Also eine Bohrung ist erfolgreich, wenn sie in dieser, gehen wir zunächst auf, also bei 100 Grad erfolgreich, wenn sie in die 100 Grad erreicht und wird dann mit einem Gewicht, Abstandsgewicht zum Zielgebiet betrachtet und das wird dann über alle Bohrungen aufsummiert. Für das Untersuchungsgebiet liegt eine relativ große Anzahl vor, nämlich 31 Bohrungen, sodass diese Kurven schon relativ verlässlich sind. Und die Aussage, die jetzt also in dieser Betrachtung herausbekommt, ist 100 Grad, würden wir mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp über 80% erreichen. Man kann sagen 90 Grad mit fast 100%iger Wahrscheinlichkeit, 110 Grad dann nur noch mit 65%. Aber was ganz interessant ist, auch 120 Grad liegen also nicht völlig außerhalb der Wahrscheinlichkeit. Das sind so um die 50% oder weniger. Also durchaus möglich. Aber wichtig ist, erreiche ich wirklich die Temperatur mit der entsprechenden Sicherheit. Das haben wir dann in einem nächsten Schritt, auf den ich hingewiesen habe, 2014 dann mal evaluiert. Wie waren die Einschätzungen in den Gutachten und wie sind die tatsächlichen Ergebnisse gewesen? In Rot dargestellt die Ergebnisse, die dann nach der abgeteuften Bohrung gemessen worden sind und dann die Einschätzung, die wir dazu gegeben haben. Nehmen wir als ein Beispiel, greifen wir einfach ein beliebiges Beispiel mal hier raus, Taufkirchen, also südlich von München, hatten wir gesagt, 110 Grad waren uns also von dem Betreiber vorgegeben worden. Die haben wir gesagt, die werden mit 100%iger Sicherheit erreicht, wobei man auch hier immer noch den Satz dazufügen muss, also ein gewisses Restrisiko bleibt immer, also die 100% da ist noch ein Restrisiko möglicherweise dabei, aber nicht mehr quantifizierbar.
125 Grad haben wir gesagt, das ist ein realistisches Modell mit 60-prozentiger Wahrscheinlichkeit erreichbar. Tatsächlich wurden erreicht 129 Grad. Weshalb wir zu dieser Untersuchung auch von den Kunden, wenn Sie so wollen, von den Auftraggebern gehalten wurden, war eine Sache, dass man gesagt hat, die Temperaturen werden prinzipiell in diesem Gutachten unterschätzt. Berufen konnte man sich da sehr gut auf die Bohrung Unterhaching. Das war also die erste, die wir überhaupt begutachtet haben, die Unterhaching GT1. Und da hatten wir gesagt, 95 Grad werden sicher erreicht, 120 Grad können erreicht werden, 14-prozentige Wahrscheinlichkeit, aber eben auch eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Tatsächlich wurden 121 Grad erreicht, also oder fast 122 Grad, also weit über dem, was wir mit 100-prozentiger Wahrscheinlichkeit vorhergesagt haben, aber immerhin noch in dem Bereich drin. Aber diese Diskrepanz führte dazu, zu einer gewissen Kritik, es wird grundsätzlich unterschätzt, was nicht unbedingt stimmt. Sehr viel später ist die Bohrung Dürrenhaar, also in unmittelbarer Nähe von Unterhaching, abgeteuft worden. Und da hatten wir gesagt, 125%, die werden mit Sicherheit erreicht. Na, die wurden ganz, ganz knapp erreicht. Also man sieht, dass diese Einschätzung nicht eine generelle Unterschätzung ist. Und wie wir in vielen anderen Fällen das auch gesehen haben, ist keine prinzipielle Unterschätzung der Temperaturen dabei gewesen. Gucken wir uns mal nochmal Unterhaching an, um zu sehen, was da eigentlich passiert ist. Als wir in diese Studie reingegangen sind, war der Stand 2002 sehr wenige Bohrungen in diesem Gebiet, aber schon markant, dass hier eine Temperaturanomalie vorhanden ist. 10 Jahre später, wirklich erfolgreiche Geothermiebohrungen abgeteuft, sehen wir, dass die Tendenz weiterhin gegeben ist. Die Anomalie, die Temperaturanomalie in Unterhaching ist aber sehr viel ausgeprägter als ursprünglich angenommen, aber sie ist auch lokal begrenzt. Das war also dieser Unterschied in Unterhaching. Und wenn wir nach Dürrenhaar gucken, merken wir diese Tendenz zu sehr geringen Temperaturen oder geringeren Temperaturgradienten nach Osten, das ist der Wasserburger Trog hin, ist weiterhin gegeben. Also in diesen Gebieten kann man auch seine, ich sag mal, bösen Überraschung erleben, dass man sehr viel niedrigere Temperaturen, deutlich niedrigere Temperaturen auf diesen geringen Entfernungsstrecken erreichen kann. Also hier sind wir bei mehr als 100 Grad in einer Tiefe von 2500 Metern. Und hier sind wir dann nur noch bei 70 Grad. Also Sie sehen, dass lokal also auch größere Unterschiede auftreten können. Temperatur ist das eine, was man lokal betrachten kann. Die Ergiebigkeit ist das andere und ja, mit größerem Risiko auch behaftete, mit größerem Risiko behaftete Parameter. Hier mal regional aufgetragen die Gebirgsdurchlässigkeiten im Malm, im süddeutschen Molassebecken, dann eben auch nach vielen Erfahrungen und vielen Untersuchungen, die insbesondere damals vom Bundesumweltministerium unterstützt worden sind, die Doktorarbeit von Birner 2012, der versucht hat, das Ganze zusammenzutragen, die Ergebnisse, die wir hatten, entsprechend zusammenzutragen. Und Sie sehen hier auch eine ganz klare Tendenz, sehr hohe Durchlässigkeiten im Norden des Molassebeckens für den Malm, Übergang zu normalen, wenn man so will, Verhältnissen, gerade im Bereich München doch ein stärkerer Übergang und nach Süden hin sehr viel geringere Durchlässigkeiten bis hin, dass man hier im Bereich Algo fast keine Durchlässigkeit mehr hat. Da liegt dann auch ein Fazieswechsel vor. Also hier muss man jeweils auch nochmal geologisch gucken, was ist eigentlich der Hintergrund. Was wir hier aber zeigen wollten, ist, hier liegt durchaus eine Tendenz vor.
Und wenn man sich das anguckt, kann man natürlich jetzt auch einzelne Bohrprojekte in diesem Bereich entsprechend auch besser zuordnen, nachdem man sehr viel mehr Daten hat. Was macht man da? Die Datenlage ist insgesamt relativ unbefriedigend. Auch die Qualität der Daten sind relativ unbefriedigend, weil man die unterschiedlichen Messungen hat. Man gehe also an einen Parameter ran, der für alle Bohrungen, die vorliegen, bestimmt werden kann. Und er ist möglichst einfach. Das ist der sogenannte Produktivitätsindex, der im Wesentlichen oder der bestimmt wird über Schüttungsrate geteilt durch die Absenkung, also durch die Druckerniedrigung. Und diese Produktivitäts-, also diese Schüttungsrate ist immer abhängig eben von der Gebirgsdurchlässigkeit, die wir gerade hier in dieser Form aufgetragen haben, mal der entsprechenden Absenkung im Gebirge. Das ist also der Parameter, der hier mit reinspielt. Also was man verwendet, ist der Produktivität, den Produktivitätsindex. Aus den Pumpversuchen, aber auch aus anderen Größen, kann man den, wie gesagt, bestimmen. Und es zeigte sich, bei den hohen Schüttungsraten ist nicht nur unbedingt ein lineares Zuströmen in die Bohrung zu erwarten, also laminares Zuströmen, sondern auch ein gemischt-laminar-turbulentes Zuströmen. Das hat einfach eine andere Formel mit im Hintergrund, die man mit berücksichtigen kann. Aber hier will ich nicht in die Details gehen. Und um das abzuschätzen, geht man eben dahin, alle vorhandenen Bohrungen in einem Art Diagramm aufzutragen, nämlich die in den Bohrungen gemessenen Schüttungen im Vergleich zu den Absenkungen aufzutragen. Ganz einfach gesagt, also wenn wir in diesem Bereich sind, sind wir fündig bis sehr fündig. Also wenn die Punkte hier unten liegen, das heißt, im Prinzip hier könnte ich auch so beliebig mehr, wenn es technisch möglich ist, herausholen und die Absenkung würde nur geringfügig höher sein. Also hier haben wir fast fast unendliches Zuströmen. Also hier haben wir die sehr fündigen Bohrungen, aber umgekehrt haben wir auch Bohrungen, die, da kann man absenken, so viel man will, die sind mehr oder weniger trocken, also selbst bei 300 Meter Absenkung kommt man nicht mal an 10 Liter pro Sekunde heran. Wenn man jetzt also einschätzen will, ob eine Bohrung bei vorgegebenen Parametern fündig ist, also wenn gesagt wird, wir brauchen 90 Liter pro Sekunde, wir können technisch und auch betriebswirtschaftlich nur eine Pumpenleistung so einbringen, dass wir 300 Meter absenken können, dann sind bei linearen Zufließen alle Bohrungen, die vorher gemessen worden sind, die darunter liegen, fündig und die, die darüber liegen, nicht fündig. Und dann die Diskussion über laminar turbulent oder laminar, also laminares Zuströmen, turbulentes Zuströmen, zeigt sich, dass das eigentlich gar nicht so entscheidend ist. Sie sehen, da gibt es ein, zwei Bohrungen, die gegebenenfalls dann nicht mehr fündig sind, wenn man turbulentes Zuströmen zulässt. Noch eine kurze Bemerkung, wenn turbulentes Zuströmen da ist, also starke Förderungen, dann haben wir natürlich auch technische Parameter wie hohe Reibungsverluste und. Da wurde immer gesagt, das müsste man mit reinrechnen. Dann die Antwort drauf ist, kann man alles machen, verändert aber nicht das wesentliche Bild für diese Abschätzungen. Es ist teilweise technisch auch gar nicht möglich, das entsprechend diese hohen Schüttungsraten zu erreichen. So, dies vorausgesetzt, kann man auch hier wieder eine Gewichtung der Tests vornehmen. Ganz am Anfang haben wir gesagt, wir haben so viele unterschiedliche Bohrungen, dass wir auch darauf achten müssen, für welche Zwecke die Bohrungen abgeteuft worden sind. Eine Geothermiebohrung ist immer darauf abgeteuft worden, viel Wasser, viele hohe Förderraten zu erzielen, also sehr viel besser in der Prospektion gewesen als zum Beispiel Erdölbohrungen, wo wir ganz wenige Daten übrigens auch haben, oder auch als normale Thermalbohrungen. Also kann man hier Gewichte nach Art
der Bohrung verteilen. Das wäre hier ein normales Beispiel dafür. Und wenn man dann diese Formel anwendet, erhält man wiederum eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, wie hier aufgezeigt. Für den hier vorgegebenen Fall haben wir immerhin 40 Bohrungen, wohlgemerkt im regionalen Maßstab, zur Verfügung und würden eine Schüttungsrate wie hier von 65 Litern pro Sekunde mit fast 90%iger Wahrscheinlichkeit bekommen, die um 85 Liter pro Sekunde zu bekommen, liegt man in etwa bei 80%. Interessant ist, dass diese Kurve sehr flach ist, also man achtet auf 50%, mit 50%iger Wahrscheinlichkeit man auch sehr, sehr hohe Fließraten erzielen kann. Das zeigt also diese unterschiedlichen Tendenzen, also durchaus, dass sehr viele Bohrungen, wenn erfolgreich, dann aber wirklich richtig erfolgreich sind. Auch hier die vorgenommene Evaluierung. So, jetzt wird es natürlich, gibt es hier einen Zahlensalat, möchte ich also auch nicht weiter darauf eingehen. Je höher der PI ist, umso erfolgreicher sind diese Bohrungen. Nehmen wir mal die Unterhaching GT1. Da sollte die Wahrscheinlichkeit damals angegeben werden, wie kriegen wir 65 Liter pro Sekunde bei 150 Meter Absenkung. Und die Berechnung war damals aus noch einer sehr viel geringeren Anzahl, ja, mit 85%iger Wahrscheinlichkeit wird das erreicht. Und tatsächlich hat man eben dieses Ziel sehr gut erreicht. Das trifft durchaus auch für andere Bohrungen zu. Teilweise kennen wir da noch nicht mal die genauen Daten oder sind nicht bekannt gegeben, aber sind fündig gewesen. Aber auch hier zeigt sich, dass wir auch genau das Gegenteil erwischen können. Typischer Fall ist Mauerstetten. Da wurde von uns angegeben, ja, bei 120 Meter Absenkung kriegt man durchaus 80 Liter pro Sekunde. Tatsächlich ist die Bohrung aber mehr oder weniger trocken. Und die letzte bekannte ist ja die Bohrung Geretsried. Da waren 400 Liter pro Sekunde gefordert bei 400 Meter Absenkung, da man hier die Nähe zu den guten Bohrungen südlich von München hatte. Hatten wir das auch so eingeschätzt? Ja, das ist durchaus möglich und die ist bekanntlicherweise mehr oder weniger trocken gewesen. Worauf ich speziell eingehen will, um zu zeigen, was man berücksichtigen muss, ist die Bohrung Unterhaching GT2. Die GT1 war bekanntlich sehr erfolgreich, GT2 war aber auch wieder immer noch 50% der Bohrkosten stehen ja an, sollte auch eingeschätzt werden. Typischerweise musste hier die Temperatur übrigens nicht versichert werden, weil man die ja durch die GT1 erreicht hatte. Und nun hat man gesagt, bei der GT2, wir müssen das entweder als Verpress- oder Förderbohrung haben, wir müssen dieselben Parameter mehr oder weniger erfüllen und man hatte gesagt, also 150 Liter pro Sekunde soll die Bohrung schon fördern oder schlucken, wird hier gleichgesetzt. Absenkung für 50, bei 500 Meter Absenkung, also Druckentlastung, ist das mit 90%iger Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Für 200 Meter ist das mit rund 80%iger Wahrscheinlichkeit zu erreichen. Wenn die da drüber war, galt sie als fündig. Wenn die Sache nicht zu erreichen war, galt sie als nicht fündig für den Versicherungsfall. Und hier, das ist auch nochmal ein interessantes Phänomen für manche Projekte, dieser Bereich galt als teilfündig. Nämlich der Gedanke war hier kann man, in dem Bereich kann man Strom erzeugen, in dem Bereich kann das immerhin noch zu einer Wärmeversorgung führen. Wenn man das in Produktivitätsindexe umrechnet, sehen Sie hier die Parameter, also 0,03 und 0,8. Gehen wir aber jetzt nicht weiter darauf ein. Und dann wurde die Bohrung abgeteuft. Das war Dezember 2006 und das große Erschrecken war da. Trotz Stimulation war die
der Produktivitätsindex sehr viel geringer als erwartet. Also sie war nicht fündig. Gut, was macht man dann? Auch durchaus mit dem Versicherer, setzt sich an einen Tisch und was ist zu machen? Der entscheidende Hinweis war, dass man die Struktur wohl nicht sehr gut erwischt hatte und die Bohrung vertieft hat. Und im Februar, also nach der Vertiefung, sieht man, dass man plötzlich einen sehr viel höheren Produktivitätsindex bekam. Man hatte damit den Malmaquifer da richtig erschlossen. Also die Bohrung war nach einer weiteren Maßnahme dann doch fündig, und zwar sehr gut fündig. Nochmal der Hinweis, wir gucken uns das Ganze in einem regionalen Maßstab an und hatten als Vergleichszahlen 34 Vergleichsfälle. Lassen Sie mich versuchen, das zusammenzufassen, soweit das in dieser Kürze machbar ist, aber wir können ja anschließend darüber diskutieren. Was Voraussetzung ist für das Ganze, ist, dass wir eine vollständige, sehr gute Machbarkeitsstudie dem Ganzen zugrunde legen müssen. Es müssen die geologische Interpretation der 3D-Seismik da sein, die Tiefe des Top-Aquifers muss sehr genau bestimmt werden, es muss ein Reservoirmodell mit Störungszonen hin. Dass ich hier nochmal darauf hinweise, hat, sage ich mal, folgenden Grund. Wir haben auch Machbarkeitsstudien vorgelegt bekommen, wo wir gesagt haben, ich übertreibe jetzt mal, bitte macht erstmal eure Hausaufgaben. Das ist nicht ausreichend für das Niederbringen von Bohrung. Was wichtig ist für die Frage der Versicherung oder auch für die Investoren selbst, man muss nicht den Business zugrunde legen. Der ist in der Regel nicht versicherbar, sondern man muss wirklich den Worst-Case-Fall vorlegen. Wann würde der Betreiber die Bohrung als nicht fündig abgeben und damit auf das Geld verzichten? Also es ist wirklich das Worst-Case-Szenario gefordert, und dafür muss angegeben werden, was für eine Mindesttemperatur ist das und was für eine Mindestförderrate bei maximaler Absenkung habe ich. Dann kann man die Erfolgswahrscheinlichkeit, wie gezeigt, berechnen. Es ist also für die gesamte Bohrung das Produkt aus der Erfolgswahrscheinlichkeit für die Temperatur und für die Schüttungsrate. Hinweisen muss man, dass die Datenlage im Vergleich zu anderen Versicherungsfällen sehr schlecht ist, aber auch selbst im Vergleich zu Erdöl- und Erdgasreserven ebenfalls sehr schlecht ist. Das heißt, die Anzahl der Bohrungen, die man daran zieht, ist sehr, sehr gering. Die vorgestellte Gewichtung ist mittlerweile weiterentwickelt worden. Man verwendet heute bei der Temperatur die Kriegenwahrscheinlichkeit. Man kann die Abstandsgewichtung variieren. Wie aufgezeigt, kann man Zonierungen vornehmen. Also da kann man weiter ins Detail gehen. Was nicht berücksichtigt wird, leider muss ich sagen, ist die quantitative Bewertung der geowissenschaftlichen Informationen. Also man kann nur qualitativ bewerten, die Qualität der Exploration, Einfluss von Störungen, Zuordnung von Fazies, was man immer mit berücksichtigen muss, was an Stimulationen, zusätzlichen Maßnahmen kann gemacht werden, also Stimulation, Sidetracks, all das muss man in das Ganze dann mit einbeziehen, um das in eine etwas komplexere Diskussion überzuführen. Was meines Erachtens der zentrale Punkt unserer Begutachtung war, es war eine neutrale Begutachtung mit einer quantitativen Bewertung. Vieles in der Geologie wird ja qualitativ bewertet, und Geologie ist eine beschreibende Wissenschaft zunächst erstmal und ist schwer für Versicherungsunternehmen einzuschätzen. Deshalb war also der Zwang zu der Quantifizierung da, was aber gut war, es ist nicht nur die Grundlage für die Versicherung selber, sondern in der Vergangenheit ist das sehr wichtig geworden, schafft auch Sicherheit für die Investoren, die ja nicht aus den Geowissenschaften kommen, also für die Kommunen, Energieversorger und Entscheidungsträger. So, ich hoffe, dass ich das in der Kürze habe vernünftig rüberbringen können und freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Herr Schulz, vielen Dank für diesen sehr spannenden Vortrag.
Eine Frage vorneweg. Wir haben jetzt viel über Bayern gesprochen. Wie sieht es denn in den anderen Regionen aus? Wie ist da die Datenlage? Wie könnte man da die Wahrscheinlichkeit von Geothermieprojekten berechnen? Welche Herausforderungen gibt es da? Ich habe deshalb Bayern genommen, weil dort auch der Ursprung der ganzen Versicherungen oder der Versicherungslage war. Relativ gut ist es auch für den Oberrheingraben, hat dann wieder eigene andere Berücksichtigung, weil der Aquifer ganz anders, die Aquifere dort ganz anders sind. Aber im Oberrheingraben haben wir ähnlich gute Zahlen und haben dort auch, das hatte ich in der einen Folie gezeigt, ja, ganz gute Daten, die man heranziehen kann. Etwas schlechter sieht es zunächst in Norddeutschland aus, aber hier ist insbesondere durch die Untersuchung angetrieben, kann man durchaus sagen, von GTN unter der Leitung von Wolfram ist man hier auch sehr viel weiter, insbesondere in der Zuordnung von Zonierungen. Und auch dort sind entsprechende Untersuchungen durchgeführt worden. Übrigens nicht nur von uns, sondern zum Beispiel auch vom Geologischen Landesamt in Mecklenburg-Vorpommern, aber praktisch nach demselben Schema. Also auch dort ist es möglich und die letzten Studien sind auch für Norddeutschland, für das nordostdeutsche Becken, Entschuldigung, norddeutsche Becken durchgeführt worden. Da sind leider zu wenig Bohrungen dann anschließend abgeteuft worden, aber wir sehen ja mit Schwerin, man kann das dort auch machen und man hat auch entsprechende Erfolge. Dankeschön. Ja, Sie haben gerade Schwerin angesprochen. Hat Sie das überrascht, was da für Werte eingetreten sind? Eigentlich nicht. Also die sehr guten Werte schon, aber dass das ein erfolgversprechendes Projekt war, da gab es ja auch Vorprojekte schon zu DDR-Zeiten, wo gezeigt worden ist, dass es da grundsätzlich geht. Was eben in Nordostdeutschland, Entschuldigung, das ist zwar Nordostdeutschland, am norddeutschen Becken ist, sind also sehr viel geringere Schüttungsraten. Und da sind wir eben durch Unterhaching ein bisschen verwöhnt worden, nach dem Motto, das muss jetzt so sein, das ist dem aber nicht so. Aber die Erfolge geben ja durchaus auch den norddeutschen Bohrungen recht oder den Projektantragstellern. Dankeschön. Ist eine Frage reingekommen, nochmal zur zweiten Bohrung in Unterhaching. Wurden die Mehrkosten für die Vertiefung der zweiten Bohrung vom Versicherer getragen? Können Sie das beantworten? Dazu kann ich direkt nichts sagen. Wir sind zwar in den Vorgesprächen mit den Versicherern mit dabei, meistens, manchmal nicht. Misserfolge bestätigen das dann. Nein, wir sind mit dabei. Der Versicherer oder der Investor kann die Studie also nicht nur über die Zahlenwerte, sondern darüber hinaus gut einschätzen. Welche Aufteilung der Kosten es dann gibt, ist dann eine Sache des Versicherungsvertrages. Das muss entsprechend ausgehandelt werden. Dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil wir nicht involviert waren. Ja, Wohl mit dem Vorstand der wir haben Finanzkontrolle. glücklicherweise, ja, Entschuldigung, wir haben glücklicherweise auch Herrn Knappek dabei und er hat die Hand gehoben. Ich schalte mal das Mikrofon frei, Herr Knappek. Wollen Sie kurz Ja, dazu sagen? zu der zweiten Bohrung in Unterhaching, die wurde überhaupt nicht versichert. Das war unser Problem dann am Ende. Also wir hätten sie versichern sollen wegen der Schüttung, aber wir haben das nicht gemacht, weil auch der Gemeinderat überzeugt war, nach diesem Riesenerfolg der ersten Bohrung können wir uns die Versicherung sparen. War keine gute Idee, aber ist halt so gewesen. Es war ein Beschluss und leider. Ja, also das wäre ein Versicherungsfall geworden. War natürlich auch etwas vielleicht zweifelhaft, weil es ein bisschen der Geologie geschuldet war. Ich denke, Rüdiger, du weißt noch damals, dass wir lange entlang der Oberfläche des Malms gebohrt haben, weil die Neigung der Bohrung ähnlich war wie die Neigung des Malms nach unten. Und erst durch chemische Analysen sind wir dahinter gekommen, wir sind gar nicht in die Tiefe runter, sondern wir sind immer noch in der Nähe der Malmoberfläche. Und als das dann vorhanden war, dann war der Erfolg riesig. Also im Grunde genommen, was wir damals so errechnet haben, 300 Liter pro Sekunde, das ist eine irre Bohrung,
auch wesentlich höhere Temperatur als die erste Bohrung. Das Mittel war 132 Grad, die erste knapp bei 123. Also es war schon ein Unterschied, aber leider haben wir sie nicht versichert. Und wie das dann ausgegangen wäre, weil ja im Grunde genommen auch die Geologie eine entsprechende Rolle gespielt hat, weiß ich jetzt nicht. Aber wir hätten es versichern sollen, wäre vielleicht auch für die Versicherungswirtschaft ein weiterer Indiz gewesen. Da kommen Versicherungen, aber nach diesen Unterhachinger Erfolgen hat jeder gesagt, naja, im Malm müssen wir nichts versichern. Also vor allem diejenigen, die so mit kommunalen Gesellschaften gebohrt haben. Dankeschön, Herr Knappek. Dann hat Herr Reinicke die Hand gehoben. Ich schalte auch hier mal das Mikrofon frei. Herr Reinicke, bitte. Ja, Herr Reinicke, Leo Klausthal. Hallo, Herr Schulz. Vielen Dank für den guten Vortrag. Aber wir sind ja nur in Deutschland. Und meine Frage ist, ist jemals für den Wielden im Raum Hannover was gemacht worden in dieser Richtung? Also der Wielden ist durchaus untersucht worden. Möglicherweise kann auch Herr Wirth, wenn er dabei ist, etwas dazu sagen. Aber nach meinem Kenntnisstand ist das nicht in Richtung einer Begutachtung gegangen, weil keine, soweit ich jetzt weiß, keine Projekte da in diese bis zu dieser Beschluss oder bis zu diesem ja, keine Projekte entwickelt worden sind, die in die investiert werden sollte. Aber die Frage Wielden, es gibt genug Daten darüber, da kann man etwas über die Durchlässigkeit machen. Was es empfiehlt, sind wirkliche Pumptests. Aber man hat Gebirgsdurchlässigkeiten, was das Ganze etwas schwieriger macht. Trauen Sie sich der Aussage zum Wielen? Ich meine, wir kommen irgendwie nicht weiter. Ne? Frau Zapreva, die leidet unter den Erfahrungen und den Misserfolgen in Wien. Die hat ja wohl damals vertreten müssen, diesen Misserfolg im Basalt bei Wien. Und die will da nicht ran an die Geothermie. Und die Frage ist, wie kommen wir weiter? Ja? Eigentlich, wir brauchen unbedingt eine Bohrung. Wir brauchen unbedingt eine Bohrung und nicht nur, was weiß ich, bei der BGR und beim Geozentrum. Denn da ist ja der Wielden relativ dünn, sondern eigentlich mehr Richtung Norden, ja, Richtung Altwarnbüchen, Burgwedel, um dann eine klare Aussage zum Untergrund zu machen. Kann ich dazu was sagen? Gerne. Ja, klar. Die Lösung über die Versicherung ist, wie Herr Knappek ja auch angedeutet hat, eben aus einem richtigen Projekt herausgekommen, was versichert werden sollte, damit die Kommune nicht auf ihren Investitionen hängen bleibt. Solche Versicherungen oder Fragen oder private Investoren ist immer dann notwendig oder ist immer dann sinnvoll, wenn wir in dem wirtschaftlichen Bereich sind. Das, was Sie ansprechen, Herr Reinicke, ist völlig richtig. Wir haben einen anderen Bereich, wo wir normalerweise einfach eine Explorationsbohrung niedertäufen würden. Das kann man aber einem privaten Investor nicht zumuten im Bereich der Geothermie. Und das war immer die Forderung durchaus auch an die Ministerien, an die Politik. Es muss so etwas wie ein Bohrprogramm oder vereinzelte Bohrungen direkt als Forschungsbohrung bezahlt werden, damit man Erkenntniszugewinn dann hat und daraus weiteres ableiten kann. Also die Versicherungsfrage löst nicht die Frage von Forschungsbohrungen, die eben entsprechend finanziert werden müssten. Aber auch für den Fall, wir hatten von Bundesverband durchaus den Vorschlag für ein Bohrprogramm mal unterbreitet. Aber auch für den Fall würde man eine Bewertung, so wie ich sie vorgestellt habe, durchaus durchführen können, um dann zu sagen, so, und das ist der beste Platz und das ist der zweitbeste Platz. Also auch für solche Fälle kann dieser Ansatz, den ich hier vorgestellt habe, dann verwendet werden. Aber die Finanzierung ist dann eine ganz andere Frage. Okay, Dankeschön. Dankeschön.
André Gerstenberg hat eine Frage zu Versicherungsmöglichkeiten. Gibt es aktuell schon Versicherungsmöglichkeiten für das norddeutsche Becken, Raum Berlin-Potsdam? Und wenn ja, welche Versicherer können dazu angesprochen werden? Können Sie das beantworten? Dazu kann ich wenig sagen. Dazu kann ich relativ wenig sagen, weil sich in der Versicherungswirtschaft jetzt doch einiges verändert hat. Wen man auf jeden Fall ansprechen kann, ist, ich weiß, wer also in dem Bereich unterwegs ist, ist weiterhin noch Herr Fischer-Erzig, der solche Fragen mit angeht. Wie weit Marsch und AXA noch beteiligt, noch im Rennen sind, kann ich im Moment nicht beantworten. Also da hat sich auch einiges verändert, dadurch, dass die Münchner Rück sich zurückgezogen hat aufgrund eines eigenen Fehlschlags. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen aus der Teilnehmerschaft bzw. Kommentare zu dieser Frage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Also wenn Ihnen noch im Nachgang was einfällt, schreiben Sie uns auch gerne an. Dann kann ich das weitergeben, dann können wir das vielleicht noch beantworten, diese Fragen. Ansonsten möchte ich mich bei Ihnen bedanken für die Teilnahme an unserem heutigen Webinar. Wir haben diverse weitere Themen schon geplant. Wir sehen hier die Liste der nächsten Webinare. Also in 2 Wochen widmen wir uns der oberflächennahen Geothermie. Da geht es um Wärmepumpen und Erdwärme, also um das Zusammenspiel zwischen Geothermieplaner und Heizungsinstallateur. Am 3. Juli haben wir das Thema Grubenwasser. Am 17. Juli widmen wir uns der Bohrtechnik, und zwar dem Imloch-Hammer-Bohren und der tiefsten Geothermiebohrung in der Nähe von Helsinki. Fördermittel für Wärmepumpen haben wir am 31. Juli, ein Stück weit ein bisschen ein Endkundenthema. Machen Sie auch gerne dafür Werbung, wenn Sie sozusagen jemanden kennen, der sich dafür interessiert, dass er oder sie die Informationen bekommen. Am 14. August haben wir das Thema 3D-Seismik als Erfolgsgarant und am 28. Juli ganz frisch, vielen Dank an die Kollegen aus Österreich, das Thema kalte Nahwärmenetz in Großstädten mit Blick auf Wien. Es wird Ihnen wahrscheinlich auch nicht entgangen sein, dass wir unseren Geothermie-Kongress dieses Jahr in digitaler Form veranstalten. Das findet vom 9. bis 13. November statt. Und da sind Sie herzlich eingeladen, auch daran teilzunehmen, beziehungsweise auch gerne noch Vorträge einzureichen. Der Call for Papers läuft noch bis Ende Juni, also beteiligen Sie sich da gerne. So, ich sehe jetzt gerade, es ist noch ein Dankeschön reingekommen. Okay, keine eigentliche Frage. Wo sich bedankt für einen sehr guten Vortrag. Ja, vielen Dank, wie gesagt, auch an Sie, dass Sie so zahlreich teilgenommen haben. Bleiben Sie uns gewogen, kommen Sie gerne wieder, in 2 Wochen zum Beispiel oder dann in den folgenden Webinaren. Vielen Dank.